3, 2, 1. Alice, tell me of your wonderland. Hallo Freunde und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir waren stehen geblieben beim Start von Kapitel 4, wo wir natürlich auch weitermachen. Und da vorne lief doch gerade eine Muschi, der ich jetzt doch einfach mal ganz unauffällig folge. Da ist sie. Das sieht doch dann jetzt doch ein wenig schräg aus. Um nicht zu sagen verstörend. Ich laufe ungern unter solchen Tentakeldingern durch. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier im Level, wo es am Ende wahrscheinlich dann irgendwas mit der neuen Königin hier zu tun hat. Gucken wir mal nicht, ob wir hier unterwegs noch irgendwas übersehen, denn, as you can see, da fehlt mir noch ein bisschen was. Eine Pfefferschnauze, 3 Erinnerungen, 1 Radularraum und 4 Fläschchen. Das möchte ich mir natürlich gerne noch holen. Ich werde das natürlich hier nur nebenbei so ein bisschen mitnehmen. Und nicht auf Teufel komm raus jetzt hier noch irgendwas suchen. Aber wenn wir wie dort etwas finden, nehmen wir das natürlich mit. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hat Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Okay. Da war auch noch was. Ich gehe da mal noch schnell hin. Wo auch immer mich das jetzt hier hinführt. Ich hoffe mal, es ist nicht umsonst. Ah, okay. Das wird dann... Hier geht es dann im Level weiter. Na, ist egal. Hätte ich erst die andere Richtung gehen müssen, aber ist egal, nicht so schlimm. Wie gesagt, das soll ja jetzt hier kein 100% Run werden. Den werde ich mir irgendwann mal selbst vornehmen. Okay, hier ist nichts mehr. Hm.
Oh. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Mal gucken, ob da schon was bei war, was mir gefehlt hat. Nein. Das, was ich hier jetzt gerade alles entdeckt habe, das habe ich schon irgendwann mal gefunden. Was bewirkt der olle Schalter jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass ich den betätigen muss, damit ich hier irgendwo langkomme, weil da vorne ist doch... Ah, okay. Ich würde wahrscheinlich beide betätigen müssen. Doch nicht. Der bewirkt irgendwie gar nichts. Das ist jetzt natürlich eine ganz bescheuerte Timing. Ah, doch, jetzt sehe ich, was es bewirkt. Gut zu wissen. Ja, das war jetzt doof. Ui, wenn das mal nicht eine blöd zu timende Stelle ist hier. Das muss ich kurz überlegen. Das ist jetzt mal hier eine richtig fies, miese Stelle. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, Mist. Boah. Die Stelle ist jetzt echt mal ein bisschen doof. Muss ich einfach nur richtig timen. Nein, 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 nein. Oh, vielleicht ein Müsekündchen zu lange gewartet. So, dann warten wir etwa, bis die Hälfte der Zeit um ist. Jetzt. Damit wir ja auch noch... Komm schon, komm schon. Das könnte jetzt was werden. Ja, jetzt hat's geklappt. So, weiter im Text. Das sind halt auch so typische Stellen in Spielen, die ich eigentlich gar nicht so mag. Mit diesem drücke den Schalter und time das mit dem Drücken von Schalter 2, bla bla bla. Das sind so Sachen, bei denen ich mich
in der Regel immer ein bisschen sehr schwer tue. Aber das ist irgendwie das erste Kapitel im Spiel und wahrscheinlich auch das einzige, in dem im Hintergrund keine verstörende Musik läuft. Was macht der Schalter? Okay, der erschafft da hinten irgend so ein Gedöns. Ja. Okay, das war jetzt mal am Betten knapp. Aber, ah, da ist eine Pfefferschnauze. Okay, wieder so ein Kram. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen gemein gewesen, dass hier jetzt plötzlich die olle Karte verschwindet. Und was nu? Ach so. Es ist schon eine ganze Ewigkeit her, dass ich dieses Level hier gespielt habe. Deswegen kann ich mich eigentlich auch an so gut wie gar nichts aus dem Level erinnern. Nur an das Ende so ein bisschen. Aber ich will euch natürlich nicht die Spannung verderben und hier spoilern. Deswegen werde ich hier diesbezüglich natürlich nichts verraten. Wow. Autsch. Ich versuche mal was. Kleine Abkürzung. Damit wir das hier vielleicht ein bisschen beschleunigt kriegen. Gut. Wir schauen uns um. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Den Korbian.
Ja, nee, ist klar. Du bist hier nicht erwischt. Eine Frage, wenn ich dir bin. Seid ihr denn bitte? Noch mehr? Nö, ich glaube nicht. Nee, da will ich jetzt noch nicht lang. So, war das jetzt eine von den fehlenden? Ja, 14 waren das vorhin noch. Eine fehlende haben wir schon mal. Oh, hier ist eine Schweineschnauze irgendwo. Noch kann ich sie nicht hören. Da ist sie. So, jetzt kommen wir nämlich auch darüber. Denn da drüben liegt, was ist das? Eine Erinnerung oder eine Flasche? Das ist eine Erinnerung. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ich glaube, da muss ich aber nicht hin. Ich würde mal fast vermuten, ja, da kommt gleich ein Pilz. Okay, was ist das für ein Flattervieh da oben? Kann ich das abknallen? Ein Radularraum. Okay, ein Rätselraum. Da bist du ja, Alice. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? 1, 3, 4, 7, 11. Ich und Mathe. Aber nein, versuch's nochmal. Hat zwei Flügel und kann nicht fliegen, hat einen Rücken und kann nicht liegen, hat ein Bein und kann nicht stehen, kann wohl laufen, nicht aber gehen. Die Nase. Richtig. Ui, das war der fehlende Radularraum. Und dafür haben wir dann jetzt auch eine Neurose gekriegt. So, und jeden Moment müsste sich eigentlich auch der Timer melden. Das bedeutet natürlich, dass wir hier auch direkt den Cut machen können. Sobald er dann fertig mit Laden ist hier. So, wir machen hier den Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.